So, meine Freunde, da sind wir wieder zurück zu einem gemütlichen Türchen mit dem Flößchen auf hoher See und nur die Inseln vor uns und nichts als Wasser vom Bug. Sehr schön, oder? Das könnte glatt romantisch werden. Ja. Es ist wirklich hübsch gemacht, dieses Spiel, ne? Das muss ich auch wirklich sagen. Es macht mir sehr viel Freude, das zu spielen. Manchmal denkst du auch ein bisschen, das Spiel ist ein bisschen lala im Kopf. Mit den ganzen Bugs und so. Aber das Spiel ist ja noch gar nicht fertig. Es ist ja ein Early Access Spiel noch und folgedessen warten wir darauf, wie es denn ausschaut, wenn das Spiel mal fertig ist. Wir werden dann auf jeden Fall eine weitere Staffel rausbringen davon. Viele YouTuber habe ich schon gesehen gehabt, oder ein YouTuber, den ich folge, der hat einen Walhai gehabt. Bis jetzt habe ich keinen gesehen. Einen Wal habe ich tatsächlich gesehen. Einen Wal habe ich tatsächlich selber schon gesehen. Und auch Goblin-Haie, also hier Kobold-Haie, also Goblin-Sharks und Hammerhaie. Noch nicht entdeckt tatsächlich. Kommt vielleicht noch, weiß man nicht. Guck mal, da folgt uns ja auch gerade ein Hai. Das sind aber diese Inselbesetzer, diese Tigerhaie, ne? Die nenne ich jetzt mal Inselbesetzer. Die folgen dir nur dann, wenn du direkt auf der Insel bist. Also zu schwimmst. Oder wenn du an der Insel dran bist. Ist ganz schön rund hier, der Kugelige, ne? Kugel rund gefressen, ne? Wir wollten ihn auch mal beleidigen, nennen ihn auch mal Walhai. Ey, du Walhai. Diese Insel übrigens haben wir alle noch nicht gescheckt. Das kommt noch dazu. Aber das muss ich noch dazu sagen, wir waren hier noch nirgendwo. Wir sind hier nur dran vorbeigefahren, tatsächlich. Ist ja auch was Schönes, oder? Man kann ja... Ach, guck mal. Das ist da die Insel, wo wir hinwollen, wo wir uns beheimaten wollen. Ich bin immer so ein bisschen nervös, weil der Halmi die ganze Zeit in der schwimmt. Ich finde es geil, wenn ich einen Ruder anschlage, ne? Das ist, glaube ich, die Insel. Die hat einen riesen Wrack. Und an der Seite steht auch noch einer. Draußen spacken irgendwelche Leute ab. Hört sich so ein bisschen an, als... Was ist denn da los mit meinem Desktop? Hört sich so ein bisschen an, als würden Primaten Liebe machen. Ich habe heute mal Fenster aufgelassen, tatsächlich. Normalerweise mache ich mir mit Rollos zu, aber heute ist so ein nebliger Tag und alles dunkel und ich selber nicht gut drauf und alles. Dann dachte ich aber, hey, weißt du was? Wir lassen mal die Rollos hoch. Und können mal ab und an mal schön rausgucken. Draußen sieht es echt schön aus. Wir haben da die Trauerweiden da ohne Ende. Können im Park reinschauen. Echt herrlich. Einfach nur herrlich ist das hier. So. Ist das jetzt die Insel, die ich meine, oder nicht? Es wird schon wieder nachts, habe ich das Gefühl. Dabei ist es gar nicht mal wirklich tags geworden. Es ist einfach eine kleine Frechheit, ne? Das muss ich auch schon mal ein bisschen sagen. Da sind noch mehr Inseln. Wir haben da natürlich einige noch nicht gescheckt. Das ist ganz klar. Aber vieles haben wir tatsächlich aber auch schon. Also wir haben vieles, aber einiges noch nicht. Naja, das ist aber nicht so... Doch, das ist auch schon groß, ne? Aber ist es das? Ist es die Insel? Normalerweise, das hätte man schon sehen müssen, da guckt ein gigantisches Heck raus. Da hätten sich schon die nächste Insel. Und irgendwann wären wir auch an dieser Insel dann angekommen, wo wir dann... Oh, guck mal hier. Gleich links. Boote. Ist es nur noch weiter untergegangen tatsächlich? Das sieht so aus, als wäre es noch in der Zeit weiter untergegangen. Pass auf, wir landen mal hier irgendwo. Aber eigentlich sah das cool und größer aus. Das ganze Heck war draußen. Oh, da, jetzt ist es passiert. Jetzt ist das Heck wieder draußen. Landen wir hier zwischen tatsächlich. Das würde ich, glaube ich, ziemlich nice finden. Wenn wir ein bisschen flotter von A nach B kommen würden hier. Warte. Und zapp. Natürlich ist es jetzt arschdunkel, ne? Hab irgendwie gefühlt noch gar nichts gehabt von der Nacht oder vom Tag. Mal hinten ragt noch so ein Mast raus. So, komm, hier, mach mal zu, ja. Na gut, viel sehen können wir jetzt davon nicht, ne? Warte mal.
Und hier wollte ich unsere neue Base aufschlagen. Das halte ich für eine sehr, sehr gute Idee, glaube ich. Also ich bin von dieser Idee mehr als beeindruckt. Wie tief das Wasser wohl da sein muss, einfach, ne? Wenn so ein gigantisches Schiff dann noch irgendwie zum großen Teil hier rausragt. Oder gar nicht mal zum großen Teil, so ein Viertel oder ein Achtel guckt ja von raus, ne? Irgendwie total klasse. So, wir tun noch mal ganz kurz die Spitzhacke weg, denn die brauchen wir gerade aktuell gar nicht. Schon, nee. Genau, da guck mal, dreimal Stoff haben wir noch. Das ist nicht gut. Aber Stoff brauchen wir tatsächlich jetzt auch. Wir müssen uns hier neu beheimaten. Einmal ganz kurz ins Wasser geblickt. Das werde ich schon wieder auf so einen Seestern drauf trampeln. Und dann gehen wir mal einmal rum um die Insel. Das finde ich ziemlich cool, wenn wir das machen würden. Und checken mal ab. Pipi gibt es hier bestimmt auch noch irgendwo. Und checken einfach mal die Insel so ab. Ist auch nicht gar nicht so ganz so klein. Guck mal hier, gutes Treibholz. Schade, dass man damit nichts anfangen kann hier, ne? Das ist echt schade. Sieht so aus wie so ein Lagerfeuer, so ein Notfeuer. Ja, gut, klar, wenn hier welche Leute gestrandet sind, ne? Die wollen ja auch mal Hilfe haben dann. Da haben wir noch mehr Klamotten, die nehmen wir mal mit. Oh, guck mal, da noch mehr tatsächlich. Hier wird auch jede. Also hier stelle ich mir jede Menge Loot vor, ne? Das kann ich mir gut vorstellen. Ein Schweinchen gibt es hier auch. Natürlich, wenn die weg sind, sind sie weg, ne? Die wachsen nicht nach, die Schweine, ne? Ich kann mir vorstellen, dass hier auch eben halt, dass es hier Schlangen geben wird. Also ein bisschen Obacht. Was haben wir hier? Gar nichts. Und Planken haben wir hier auch tatsächlich. Toll. Gut, das ist jetzt nicht so besonders groß. Vom Meer aus sah das ein bisschen größer aus, tatsächlich. Da fange ich sofort an zu stottern. Ne? Da. Nehme ich mit die Planken. Tipps. Aber hier gibt es viel, ne? Da hätten auch noch weiter außerhalb auch noch mal was. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es hier jede Menge geben wird hier. Pipi habe ich bis jetzt noch nicht gefunden, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier kein Pipi gibt auf dieser Insel. Brauchen wir jetzt aktuell auch nicht, aber besser, ne? Immer besser. Wenn wir das Boot so mit einbinden würden, ne? So, am besten ja das Große, ne? Das müssen wir uns nochmal direkt angucken, wie das denn ausschaut. Wenn man das in der Base, eine Brücke rüber oder so ein Scheiß. Wie nennt sich das? Pontonbrücke darüber. Ponton? Plankton? Naja, ihr wisst schon, was ich glaube, ich meine. Wenn wir da sowas rüberbauen würden, das wäre echt nice, oder? Das wäre super cool. So, ein bisschen Loot haben wir gefunden. Hier von hier aus so direkt, ne? Das wäre schon echt nice. Und dann immer weiter hinten dran verbinden. Immer weiter. Müssen wir mit Anker festmachen oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Das wäre doch ein geiles Projekt, oder? Da hätte ich richtig Bock drauf. Oh ja. Nun komm da ran. Okay. Naja. So. Ich würde da ja gerne mal, aber es ist mir zu nächtlich gerade. Ich würde da gerne mal hinschwimmen. Aber das ist mir zu nächtlich. Mit der Voraussicht, dass hier wahrscheinlich noch ein Hai sich sein Unwesen rumtreiben wird. Ich glaube, wir machen ein kleines Päuschen und überlegen dann weitere Schritte. Das müssten wir dann aber tatsächlich von hier aus starten. Wir fangen hier an bis hier vorne, wenn es geht, mit Fundamenten. Und dann fangen wir an mit so einer Raft-Geschichte, da einfach mal rüber zu dingsen und gucken, ob wir da vielleicht irgendwas machen können hier auf diesem Schiff, ne? Weiß ich nicht. Vielleicht kann man ja diese roten Stahlträger, was es auch sein mögen, dazu benutzen, irgendwie was zu machen. Das wird ziemlich cool.
Hier ist jemand, der nicht eingeladen worden ist zu unserer Party. Verschwinde! Habe Angst vor dem Licht! Habe Angst vor dem Licht! Die Tiere haben, die Tierwelt hat immer Angst vor Feuer. Na, stell dir vor, das ist Feuer, Herr Hai. Ne? Genau. Cool. Also bis hier ein Fundament bauen, das kriegen wir, glaube ich, bis hier wahrscheinlich hin. Und dann könnten wir gucken, dass wir das dann irgendwie rüberlegen dann einfach. Das Dumme ist natürlich, auf den Rafts kannst du da, glaube ich, keine Wände drauf bauen oder so. Ich weiß, aber das wäre cool, oder? Wenn man hier so wirklich so einen riesen Floß machen würde. Das Problem ist eben halt, die Haie schubsen ja immer gerne unser Floß um. Und dann passiert das dann auch da? Ach, weiß ich noch nicht. Gut, Leutchen, das war's auf jeden Fall. Nee, noch nicht. Wir machen Päuschen, ne? Genau, so machen wir. Mein Mikrofon. Ha, so, mein Mikrofon. So, wo sind wir jetzt, liebe Leute? Ha, ich hab so ein bisschen, war ein bisschen fleißig und hab mir einen Steg gebaut schon mal. Ein kleines. Ich habe mich hier auch direkt vergiftet, also ich habe mein Pipi schon wieder aufgebraucht. Das ist echt ätzend einfach. Oh, warte mal, ich glaube, ich muss mal ein bisschen näher ranrucken. So. Schön. Sehr. Oh, nicht darunter. Da ist nämlich diese Qualle, hätte ich beinahe gesagt. Quallen wäre ja auch nochmal mega als Gefahr, ne? So, wir brauchen was zu essen. Ja, da fällt mir unser Boot ein. Oh, ich glaube, ich sollte doch mal die Haifischsteaks nochmal gut durchbraten. Ich habe das Kotzen gekriegt. Was war das denn gerade, was da hochgekommen ist? Hier ist da was hochgekommen gerade eben. Das sah aus wie so ein... Okay. Ichthyosaurus wollte ich sagen, war aber ein Hai. Ein Megalodon vielmehr. Oh, Alter, das Ding wackelt aber wie Sau, ey. So. Hör auf damit, du Randaläster! Du blöde Kuh! Ich bleib hier hängen. Ah. So nicht, Herr Hai. So nicht. Nicht dieses Mal. Wie er dagegen gebollert hat, ne? Meine Fresse, ist das ein Agro-Hai, oder? Was sagt ihr dazu, Freunde? Aber wieso sind die denn nicht durch? Das sollte durch sein. Warum? Okay, das ist vergammelt. Ach, scheiße, ha? Kann ich das in den Müll schmeißen? Da fliegen ja schon die Fliegen. Na, dann komm. Spielt wieder weg. Bäh. Das ist ein Neuhai jagen. Warum hat das nicht gehalten? Aber wahrscheinlich war es nicht anständig durchgebraten oder so. Oder durchgesmoked. Das kann natürlich auch sein. Und dann haben wir das Problem, dass wir... Ja, scheiße. Jetzt müssen wir gucken, dass wir was Anständiges zu futtern kriegen. Haben wir aber Gott sei Dank... Das ist ein Hai. Oh, komm schon. So. Snack. Jetzt geht's wieder. Sollen wir nochmal einen Schluck Wasser hinterher trinken? Wahrscheinlich. Wir müssten am nächsten Tag nochmal jagen gehen. Mich stört der Hai hier intensiv. Pass auf. Ich werde mir jetzt mal ein paar Waffen greifen. Und werde Jagd auf den Vogel machen. Von meinem neuen Steg aus. Himmel. So, da haben wir einmal hier hin. Ding einmal hier hin. Wir brauchen ein paar Speerchen noch. Ein paar Speere. Piep, 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 piep. 10 Stück brauchen wir. So. Hat er dagegen gebumst wieder, ne? Mhm. Du Arschlochhai. Deine Mutter war eine Forelle. Jetzt müsste ich so ein Mikrofon, mein Mikrofon fallen lassen. Deine Mutter war eine Forelle. Okay, wow. An meinen Cam sind Spinnnetze dran. Ewig nicht mehr bewegt worden. Deswegen hält die auch so gut. So. Schade, jetzt sehen wir das Ding tatsächlich wieder nur in der Nacht, wa? Also ihr, ich hab's ja tatsächlich schon gesehen. Ich habe probiert darauf Fundamente zu bauen. Funktioniert nicht. Ebenso wenig wie eine Leiter. Anständig in diese Richtung hin. Ich wollte hier eine Leiter vernünftig hinbauen. Auch nicht. Also werde ich mir das tatsächlich mit den Plankton Brücken machen. Mit
dann mit Anker befestigen. Und der Hai ist weg. Ja, natürlich, jetzt habe ich mir auch ein ganzes Arsenal an Speere besorgt. Pass auf, wie wir das machen. So. Was haben wir hier noch drin? Zu viel. Shit. So. Mal schnell die Leiter bauen möchte ich hier. Und zwar für unser Steg. Natürlich ist es so, wir rüsten uns für den Hai aus. Und der Hai hat dann andere Pläne. Und zwar, keine Ahnung was. Oh, ich habe keinen Hammer. Oh mein Gott, wieso habe ich keinen Hammer? Da liegt doch ein Hammer, nehme ich doch den. Hä? Hä? Nehme ich dich doch, komm. Pick up. Okay. So, Treppe. Wir könnten auch so eine Plankentreppe machen. Aber die sieht man eh nicht. Ist eh so scheißegal, ne? Vergessen. So, jetzt seht ihr das Schifflein am Tag. Ist das nicht schön, oder was? Das sieht aus wie die Titanic. So, ne, das ist so ein Containerschiff oder so, ne? So, bing, 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 bing. Natürlich geht das nicht in die Richtung, sonst könnte man natürlich ausbauen. Ich verstehe auch nicht, warum das nicht in die Richtung geht. Check ich ehrlich gesagt nicht. Das, muss ich das verstehen oder so? Nein. Hä, wo sind denn die Treppen jetzt da? Sonst könnte ich das nämlich mit Dächern höher bauen. Dann könnte ich eine Treppe, die Treppe rüber bauen. So, das ist natürlich eine super geile Fluchtleiter. So, wir kommen hier angeschwommen. Hi. Und dann sind wir weg. Verstanden soweit? Klar. So. Natürlich ist es schlecht, wenn ich meinen Hammer in der Hand halte, dass ich dann den anderen Hammer ausrüste. Hätte ich beinahe gesagt, den wegpacke. Das geht natürlich nicht. Mit Hammer in der Hand haben und den wegpacken, das funktioniert bei diesem Spiel nicht. Der muss im Inventar liegen, im Rucksack. So, brauchen wir so viele Speere jetzt gerade? Ich habe schon gesehen, dass da Reifen drin sind. Wir können ja mal so vorsichtig mal eine kleine Expedition starten. Und mal gucken, wie es denn so aussieht. Der Hai schwimmt immer noch hier rum, irgendwo. Also ein bisschen Obacht. So. Hier kommen wir nicht hoch. Warum auch immer. Statt hier so. Hier, wie nennt sich das noch gleich? Augenblick. So. Dann gehen wir mal. Warte mal, können wir über diesen Träger hier rein? Natürlich, das müsste doch gehen. Warum bummt es das so? So. Wow. Oh, schade. Das ist ein Kran, ne? Der umgekippt ist. Okay, wir kommen so nicht hoch. Keine Ahnung. Na, ja, komm, da müssen wir aber irgendwie hoch. Das geht. Okay, so geht das nicht. Oh mein Gott, der rutscht da runter. Das ist absolut verboten da oben. Wahrscheinlich ist da der coolste Shit oben. Kann ich irgendwas sehen? Nee, irgendwie nicht, ne? Na Gott. So, wie ducke ich mich eigentlich nochmal in diesem Spiel? Kann man sich hier ducken? Ja, so. Dann wollen wir mal hier rein. Können wir auch nicht rein? Hä, was soll das denn? Ich kann. Jetzt bin ich hier reingeglinscht irgendwie. Wow, ist das schräg hier drin. Das wären schon mal Reifen für unsere. Boah, wow, Alter, da werde ich ja seekrank. Allein schon, wenn ich so schräg hier stehe, Alter. Puh. Die Reifen, dafür brauchen wir aber Seile. Oh, jetzt bleibe ich hier natürlich hängen. Warum bleibe ich hier hängen? Kann, muss ich wieder aufstehen? Genau. So, ab. Oh. Komm. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Kann man die Tür öffnen? Ja. Und dann kommen wir wohin? Oh, guck mal, hier sind jede Menge Löcher. Und Fische und Fässer, Alter. Das ist ja für unser Vorhaben mehr als geil, ey. Super cool. Noch mehr Fässer. Und Gefisch, Gefisch, Gefisch. Uiuiui. So, dann lass mal ganz kurz wieder ein bisschen Luft schnabbeln hier. Ah, guck mal, da liegt die Kiste da hinten.
Nee, das ist kein Licht, das ist ein Spind. Oh, hier haben wir schon mal einmal Seile. Geil. Cool, nehmen wir mit. Brauchen wir. Und hier einmal die Fässer. Sauber. Geile Nummer, Leute. Echt mega. Hier ist noch einmal ein Spind. Nochmal Seile. Also irgendwas will, dass wir diese was, Pontonbrücke da bauen hier, ne? Das soll tatsächlich geschehen heute. Schade, die Ladeklappen sind verschlossen. So könnte ich nicht ins Boot reinkommen. Aber andersrum ist es auch gut so, da kommt auch kein Hai hinein. Also ist natürlich echt alles top, ne? So, einmal die Kiste hier schnell mitgenommen. So. Und durch das Loch könnten wir wieder raus, wenn uns der Sinn danach steht. Aber wir haben hier drin noch so viel zu tun. Oh, wir kriegen gleich keine Luft mehr. Juhu. So, wir nehmen jetzt einmal... Alter, jetzt bleiben wir... Dass man überall hier hängen bleibt, ne? Einfach irre. Schade, das ist alles so schräg. Man kann hier nicht mal anständig eine Base hier reinbauen. Das hätte ich gerne gemacht. Huch! Was? Hä? Irgendwas sagt mir, hier stimmt was nicht.